Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal hier auf Julex Quest, wo du eingeschaltet hast. Wie jeden Dienstag möchte ich dir heute mal wieder die neue bzw. aktuelle Eventwoche vorstellen. Und wir labern noch nicht ewig herum, sondern beginnen direkt mal mit dem Thema. Heute haben wir einige neue Dinge in GTA Online dazu bekommen. Darunter der neue FH1 Hunter. Dieser kostet 3,1 bis 4,1 Millionen GTA-Dollar auf der Seite von Warstock Catch and Carry. Wir haben diesen vorhin im Stream schon mal ausführlich getestet und vor ein paar Minuten habe ich noch ein Video hochgeladen, wo wir diesen nochmal getestet bzw. ich darüber gesprochen habe, wie gut er denn jetzt wirklich ist bzw. ob er sich wirklich lohnt. Solltet ihr das Video von vor ein paar Minuten noch nicht gesehen haben, dann klickt auf jeden Fall jetzt erstmal auf die Infocard oben rechts und gönnt euch das auf jeden Fall, dann wisst ihr auf jeden Fall, ob ihr euch den holen solltet oder nicht. Zusätzlich zum neuen FH1 Hunter haben wir auch noch 16 neue Verwandlungsrennen bekommen und einen Jock Cranley Anzug. Um diesen freizuschalten, müsst ihr euch einfach nur bis nächsten Montag, also dem 27. November, einmal in GTA Online einloggen. Das ist alles und schon bekommt ihr diesen also freigeschaltet. Dann gibt es Doppeltgeld und Doppelt-RP auf alle Verwandlungsrennen, also schnappt euch auf jeden Fall euer schnellstes Fahrzeug und begebt euch auf die Rennpiste. Habt ihr jetzt genug Geld, dann wollt ihr das auch möglichst sinnvoll ausgeben. 25% Rabatt gibt es diese Woche auf den Tyros, auf den Rapid GT, auf alle Motorverbesserungen, auf alle Steuerungsverbesserungen, auf alle Bremsen, auf die Getriebe, auf alle Turbolader, auf die Federungen und auf alle Spoiler. Aber das war noch nicht alles. Rockstar kündigt neue Rabatte bzw. weitere Rabatte für das Wochenende im Zuge des Black Friday am Freitag an. Das neue Premium-Rennen für Spezialfahrzeuge nennt sich Red Neck und ist nur für den Rocket Voltic und das neue Zeitrennen nennt sich Von einem Ende zum anderen. Das war jetzt auch schon wieder die komplette neue Eventwoche, einfach mal kurz zusammengefasst. Falls euch diese gefallen haben sollte, dann lasst doch einfach mal ein Like, da kostet euch nichts und mir hilft es weiter. Ansonsten schreibt mir doch mal Hashtag Event in die Kommentare, falls ihr bis jetzt geschaut habt. An der Stelle bin ich jetzt raus, habt noch einmal einen geilen Tag, bis bald und Peace!